Hello, and welcome to San Mateo, California. The date is November 5th, 1994, and our speaker is Mr. Guido Mosberger. Guido has been a friend of Billy Meyer for over 18 years and has been an active member of FIGU since 1976. FIGU is a German acronym which stands for Free Community of Interests for the Fringe and Spiritual Sciences and Ufological Studies. The information on this audio cassette is from a conference in San Mateo, California. As usual, we have included Guido's slide presentation for informational purposes. Here is our presentation. May I ask you to start with the first slide? I'm lost. Also bekanntlich gelten die Landespuren auf der Erdoberfläche auch für Skeptiker als Beweismittel, das sich nicht so ohne weiteres von der Hand weisen lässt. As is known, the landing tracks on the surface of the Earth, even for skeptics, serve as proof, which cannot be dismissed very easily. Und in Anbetracht dieser Tatsache und aufgrund diesbezüglicher Wünsche, die Billy Meyer bei seinen außerirdischen Freunden vorgebracht hat, erklärten sie sich bereit, ab und zu von dieser Beweisführung Gebrauch zu machen. In view of this fact, and because of the desires, the wishes in this regard, which Billy Meyer expressed in his contact with his extraterrestrial friends, they agreed once in a while to make use of this type of presentation of evidence. Und somit konnten wir in den Jahren 76 bis 78 an verschiedenen Plätzen des Zürcher Oberlandes solche Landestellen bewundern. As a result, during the years 1976 to 1978, we were able to observe at various places of the Zurich Highlands such landing locations. Und ich selbst hatte auch mehrmals Gelegenheit, sie zu sehen und zu fotografieren. At various occasions, I myself had the opportunity to see them, to view them, and to photograph them. Nun, die Landespuren der Plejadischen Schiffe, die habe ich bereits im vorigen Jahr hier vorgezeigt, und deshalb sehen Sie heute wieder eine andere Gruppe von Landespuren. Last year when I was here, I presented some of the landing tracks of the Pleiadian spaceships already, and this is why today I want to show you a different selection. Und zwar stammen diese Art von Spuren von einer befreundeten Gruppe der Pleiadier. And these landing tracks, which I'm showing you, stem from a group of friends of the Pleiadians. Ich möchte aber ausdrücklich darauf hinweisen, dass diese Landespuren nicht rein zufällig entstanden sind, sondern nur auf Wunsch des Kontaktmannes und mit ausschließlicher Erlaubnis der Außerirdischen, und zwar zum Zwecke der Demonstration. I would like to point out expressly that these landing tracks did not originate accidentally, but at the specific request of the Swiss contact man Billy Meyer, only, exclusively for the purpose of demonstration. Diese Landespur, die Sie da sehen, wurde von der dunkelhäutigen Frau namens Menara angelegt. This landing track that you see here was produced by the dark-skinned lady by the name of Menara. Sie stammt aus dem Lyra-System und gehört, wie gesagt, zu den Verbündeten der Plejadier vom Planeten Hera und hatte öfter mit Billy Meyer Kontakte. She comes from the Lyra system, and as I said already, these people from the Lyra system are allies of the Pleiadians, and she had frequent contacts with Billy Meyer. Wie Sie sehen, ist die Landespur kreisrund, nicht besonders groß. Sie misst etwa im Durchmesser 3,5 Meter. As you can see, this landing tracks, this landing area is circular. It's not particularly large. It has a diameter of about 3.5 yards. Und im Sommer des Jahres 76 hatten wir nun das Vergnügen, auf einer Wiese in der Nähe von Billys Wohnort zwei dieser Landeflächen zu beobachten. Und zwar stammen sie von Menara, wie schon gesagt, und von ihrer Freundin
Strahla. Sie wurden zur selben Zeit angelegt. In the summer of 1976 we had the pleasure to be able to view on a meadow close to Billy's domicile two of these landing areas. One of them stems from Menara, the other one from her friend Rala. They were produced at the same time. Und wie ich selbst an Ort und Stelle feststellen konnte, war das Gras nicht direkt verbrannt, sondern nur angesenkt. As I myself was in the position to ascertain, at the location, the grass was not really burnt here, it was only singed. And I was unable to get any burning smell there. Das ist jetzt Billy Meyer, damals war noch ohne Bart. That's Billy Meyer here, that time he wasn't wearing a beard yet. Bei der Untersuchung dieses angesenkten Grases. He's in the process of examining this grass that has been singed. Diese Kontrolle erfolgte hier vor diesem Holzschuppen an dieser Stelle. Und zwar sofort, nachdem Billy Meyer einen Kontakt hatte. Wir sind gleich anschließend zu dieser Stelle hingefahren. This control took place right in front of this woodshed, namely right after Billy Meyer had one of his contacts. We right away turned around and walked to this spot. Und ein Physiker, der uns gefolgt war mit seinem Auto, versuchte nun mit einem Geigerzähler radioaktive Strahlungen aufzuspüren, musste aber sein Vorhaben ergebnislos wieder aufgeben, weil eben diese Schiffe keinen radioaktiven Strahlantrieb besitzen. A physicist who had been following us, he tried to use a Geiger counter in order to discover radioactive radiation, but without a result, he had to give it up again because these spaceships do not use radioactive materials for propulsion. Und eine weitere Besonderheit stellte sich dann am folgenden Tag heraus, anlässlich einer neuerlichen Besichtigung. The next day, another particularity turned out when we looked at this spot again. Das heißt, diese Landefläche musste angeblich, oder ich vermute jedenfalls, eine magische Anziehungskraft auf Ameisen ausgeübt haben. Denn wie wäre sonst zu erklären, dass eine ganze Menge dieser fleißigen Insekten innerhalb der Landefläche emsig umherkrabbelten, während außerhalb davon jede Spur von ihnen fehlte? This landing area must have had a magical attraction for ants. Otherwise, we couldn't account for the fact that quite a number of these industrious insects were crawling around within this area, and outside of it, there was no trace of them. Hier sehen wir dieselbe Landespur, aber im Winter, und zwar direkt auf dem Gelände, wo Herr Meyer wohnt, also in seinem Areal, Semiase Silberstar Center, so heißt das. Here we see the same kind of landing track in the winter, right next to the residence of Mr. Meyer, where he lives, at the, what is called the Semiase Silberstar Center. Diese Landespur wurde zweimal im Winter angelegt, und zwar am 23. November 1977 und am 21. Februar 78. This landing track was produced twice during this winter, namely on the 23rd of November 1977, on the 21st of February 1978. Zu dieser kalten Jahreszeit war natürlich der Platz mit einer Eisschicht überzogen, so circa 10 cm könnte man sagen, 10 cm dick. At this cold time of the year, of this cold season, this entire area had been covered by ice about 6 inches thick.
Und infolge eines sehr heißen Gasstromes, den dieses Schiff auf den Boden abstrahlte, wurde dann eben diese gefrorene Landefläche sehr schnell zum Schmelzen gebracht. As a result of a very hot gas jet, gas stream, which Manara's ship was radiating on this frozen icy area, the ice was melting very quickly. Also diese Winterspur entstand während eines Blitzbesuches von Manara innerhalb von circa 10 Minuten. This wintry track was produced during a very quick visit by Manara, that is within about 10 minutes. Als nämlich Billys Frau Calliope eines ihrer Kinder in die nahegelegene Schule gebracht hatte und dann wieder ins Haus zurückkehrte, fand sie diese Spur davor. Because when Billy's wife Calliope was taking one of her children to the school nearby, and when she was coming back, she found these on the way back. She found these tracks on the courtyard. Hier sehen Sie Billy Meyer. Here you see Billy Meyer. Spur. In front of these tracks. Und vielleicht könnte man da noch hinzufügen, ein Skeptiker müsste wohl die Überlegung anstellen, wie es für einen Einarmigen wie Billy Meyer möglich wäre, innerhalb von einer knappen Viertelstunde eine solche Eisplatte zu schmelzen und das am helllichten Tage, ohne dabei von den Hausbewohnern beobachtet zu werden. And one might add that maybe a skeptic might want to ask himself, how it would be possible for a person with one arm, like Billy Meyer, to melt this ice within about 15 minutes time, and that to be sure in bright daylight, without being observed at the same time by any of the other people living in his house. Also für alle Leute, die die Landespuren vom letzten Jahr noch nicht gesehen haben, möchte ich zum Abschluss da noch einige solche vorzeigen. And for all those of you who have not seen any landing tracks last year, would like to show you some more. Oh. Ich bin hier gerade beim Fotografieren. You see me here right now taking a picture. Das ist auch eine eigene Aufnahme von mir. Sie sehen, zu jeder Landespur gehören drei geometrisch schön ordentlich angeordnete kreisförmige Landeflächen mit einem Durchmesser von je 2 Metern. This is also a picture which I took myself. Each landing track consists of three geometrically designed circular landing areas with a diameter of about 2 yards each. Und die entstehen immer dann, wenn so ein Schiff seine Landefüße ausstreckt, was es normalerweise gar nicht nötig hat, weil sie diese Schiffe eigentlich mehr oder weniger schweben. These areas originate always when one of these spaceships, they extend their landing gear, which actually normally these spaceships don't need to do, because they normally just hover around the ground. Dieses Bild stammt auch von mir, und zwar ist das einzige Bild, auf dem wir so eine Brandspur sehen. I myself took this picture, and it's the only picture in which you see such a burning track here, like in the front. Wahrscheinlich ist das zurückzuführen auf eine Stromleitung, die da in der Nähe vorbeilief. Und da wurde wahrscheinlich Strom abgezogen. So stellen wir uns das vor. We imagine it's supposed to be that way, that close by there's some kind of a power line from which electricity was drawn down. Sind sonst nie solche Brandspuren zu sehen gewesen. Otherwise, we've never seen such burned places, burning tracks. In dieser versteckten Waldlichtung sind gleich 2 solche Plejadenschiffe gelandet, nebeneinander und zur selben Zeit. In this hidden forest clearing, 2 Pleiadian spaceship landed obviously at the same time.
Wenn Sie genau hinsehen, können Sie erkennen, wie die Grashalme von der Mitte nach außen kreisförmig am Boden liegen. When you look down, you can see how the grass leaves are pushed to the ground from the center towards the outside in a circle. Wir haben festgestellt, dass diese Grashalme zwar wachsen, aber nicht mehr aufstehen. Die bleiben konstant am Boden liegen. We found out that these grass leaves continue to grow, but they do not stand up again. They lie flat, keep lying flat to the ground. Und das hat mit der Antriebskraft dieser Schiffe zu tun, die eine ganz andere ist. Die verwenden nämlich innerhalb einer Atmosphäre die sogenannte Antigravitationsantriebe. This has something to do with the kind of propulsion these ships are using, because within the atmosphere they use some kind of anti-gravitational propulsion. Hier sehen Sie nochmal den Kontaktmann. Und zwar wurde diese Spur auf eigenem Grund und Boden angelegt, ungefähr einen Steinwurf vom Center entfernt. Here you see again the contact person, Billy Meyer. These tracks were produced on his own ground, just, you know, within a short distance from his residence. Jetzt folgen einige plejadische Raumschiffe der zweiten Auswahl. Billy hatte ja Gelegenheit, ungefähr rund 1000 Aufnahmen zu machen. Und ich habe mir da eben einige herausgesucht. This is I'm going to show you again a few spaceships. This is the second selection. Billy Meyer had the opportunity of taking about 1000 pictures and I just picked out a few. Dieses Schiff hat einen Durchmesser von 7 Metern und ist für 3 Piloten ausgelegt. This spaceship has and a diameter of about 7 meters, it's approximately 7 yards, and it's supposed to be steered, controlled by 3 pilots. Für die Steuerung ist allerdings nur ein Pilot nötig. In order to steer such a spaceship, it takes only 1 pilot, though. Ein solches Schiff besteht aus einer dünnen Metallbeschichtung, die bestehend aus einer Metalllegierung aus Kupfer, Nickel, Silber und manchmal auch mit Gold angereichert für besondere Spezialzwecke. These spaceships have a kind of shield, a cover, which consists out of a metal alloy, and this metal alloy consists of copper, nickel, silver, and sometimes enriched with gold. Und so ein Schiff besitzt nun die Fähigkeit, zu jedem beliebigen Zeitpunkt, an jedem gewünschten Ort, entweder bei Tage oder bei Nacht, zu landen und zu starten, ohne dass es weder gesehen noch gehört noch mit Radar erfasst werden kann, wenn die entsprechenden Schutzschirme in Betrieb gesetzt wurden. That was one sentence. this spaceship has the, this spaceship has the ability to start and to land at any time of the day, anywhere, without one of us, die zu landen, jederzeit und zu starten, without being able, that it can be viewed or heard or located by radar. Wenn Sie Ihre Schutzschirme in Betrieb setzen. Provided their shielding system is operating. Nun, so ein Flugobjekt ist auch hundertprozentig absturzsicher. Such a flight object is crash-proof, 100% crash-proof. Und dafür sorgt ein Gerät, das im Vorhinein alle Schwachstellen, Materialfehler und so weiter schon frühzeitig erkennt, um dann dementsprechend den erwarteten Schaden rechtzeitig reparieren zu können. This is made possible by a device that is able to recognize all weak points in advance so that you are able to make the necessary repairs.
Und aufgrund der sehr hohen Evolutionsstufe dieser Plejadier, wir sind uns technisch allein 8000 Jahre voraus und in geistiger Hinsicht sind es 20 bis 30 Millionen Jahre. Deshalb beherrschen diese Plejadier die Raumfahrt so gut wie perfekt. Die Plejadians, the reason for that is that the Plejadians are ahead of us in technological respects by 8000 years and in as far as the mental development is concerned, in der geistigen Entwicklung wie lange? 10 Millionen? 20 bis 30. 20 to 30 million years ahead of us, and this is why they master the art of space travel to perfection. Und zur Überbrückung der astronomischen Entfernungen von einem System zum anderen steht ihnen eine ganze Armada von Raumschiffen zur Verfügung. In order to travel from one astronomic system to the other, they have a whole armada, a whole fleet of spacecraft. Also diese Schiffe können praktisch im gesamten Universum manövrieren und dies nahezu ohne Zeitverlust. These spaceships are able to maneuver in the entire universe and they can do that with almost no loss of time. Das heißt, sie können buchstäblich von einem Sternsystem zum anderen springen. That means that they are able to literally jump from one star system to the next one. Und nachdem es im Universum leider auch kriegerisch veranlagte, negative, eroberungssüchtige Menschenrassen gibt, verfügen die Plejadier notwendigerweise auch über Waffen. And since in the universe there are number also of belligerent, of very negative and human races that are eager to conquer, that's why the Plejadians by necessity also have weapons. Sie verwenden allerdings diese Waffen nur für Verteidigungszwecke, nicht zum Angriff. But they do use these weapons only to defend themselves, not for the purpose of attacking. Allerdings sind sie sehr wirkungsvoll, angefangen von harmlosen Betäubungswaffen bis hin zu totalen Vernichtungswaffen ist da alles drin. There are a variety of weapons, some very harmless weapons to for them to defend themselves, up to weapons which are designed for total annihilation. Also da sind die Atomwaffen noch ziemlich harmlos dagegen. In comparison, atomic weapons, nuclear weapons are rather harmless. Wenn Sie vielleicht schon wissen, was ich hier anspreche, gemeint sind nämlich die sogenannten Overkill-Waffen. Maybe you know already what I'm talking about. I'm talking about the so-called overkill weapons. Sie sind also so beschaffen, dass sie eine grobstoffliche Materie blitzschnell in Energie verwandeln können, ohne dass da überhaupt nur noch ein Häufchen Asche übrig bleibt. They're designed in such a way, they're so perfect that they're able to transform coarse materials in an instant into a little heap of ashes without anything else to be left. Also im schlimmsten Falle lässt sich mit dieser Overkill-Waffe sogar ein ganzer Planet eliminieren. In the worst case, you can use such an overkill weapon to eliminate an entire planet. Aber wie gesagt, die Plejadier sind von friedlicher Natur und nach ihren eigenen Angaben führen sie seit 50.000 Jahren keinen Krieg mehr. But as I said, the Plejadians are actually of a peaceful nature, and according to their own statements, they haven't been engaged in any war in the past 50,000 years. Die Plejadier haben übrigens, das fällt mir gerade ein, ausgerechnet, dass auf der Erde in den letzten 10.000 Jahren lediglich 250 friedliche Jahre waren. Alles andere waren Kriege in irgendeiner Form, irgendwo. It just occurs to me that the Plejadians have calculated that in the last 10,000 years,
here on Earth. We have had only 250 years without a war. The rest of the time have always been wars. Und nach ihren Aussagen sei das einmalig im ganzen Universum. According to what they are saying, this is unique in the entire universe. Weil sie haben nämlich die Möglichkeit, im ganzen Universum herumzufliegen. They have the opportunity of traveling around in the entire universe. Wenn sie fungieren nämlich auch als sogenannte kosmische Ordnungshüter. They are functioning also as a kind of a cosmic police. Das heißt, sie sorgen für Ruhe und Ordnung in ganz bestimmten Bereichen des Weltalls. That is, in certain areas, very specific areas of the universe, they are in charge of quiet and order. Aber zur Durchführung dieser Aufgabe benutzen sie natürlich sogenannte Großraumschiffe mit einem Durchmesser von sage und schreibe 17 Kilometern. In order to carry out this task, they use gigantic spaceship with a diameter of a little over 10 miles. Im Übrigen beherrschen die Plejadier auch die Kunst der Zeitmanipulation. Apart from that, the Pleiadians also, the master, the art of time manipulation. Das heißt, mit Hilfe einer sogenannten Zeitverschiebung wird gewissermaßen der Zeiger einer Uhr zurückgedreht, wodurch dann ein Mensch die Stunden oder Tage, die er bereits gelebt hat, noch einmal wiederholen kann. With the help of a so-called time shift, so to speak, the hands of a clock are turned back so that a person has the opportunity to relive the time that he has lived before, the days or the hours. Also dieses Schiff ist zum Beispiel gerade direkt vor dem Haus auf dem Parkplatz gelandet. This spaceship, for example, just landed in front of the house Billy Myers on the parking place. Und diese Schiffe sind auch befähigt und dazu dienen diese runden Kugeln materielle, wohlgemerkt nicht geistige, materielle Zeitreisen in die Vergangenheit sowohl als auch in die Zukunft durchzuführen. These spaceship are able to conduct, and this is the purpose of these spheres that you see, to conduct material travels into time, into the past und in Zukunft, ja? And into the future. Genau. Das heißt, sie sind dann körperlich vollkommen real zugegen, sowohl in der Vergangenheit oder in der Zukunft, je nachdem. Which means they're physically totally present, either in the past or in the future. Und wir wissen, dass die Plejadier mit Hilfe solcher Zeitreisen schon sehr viele wertvolle Informationen aus der Vergangenheit besorgt haben. And we know that with the aid of this time traveling, the Pleiadians have been able to secure a lot of important information from the past. Dazu möchte ich noch kurz erwähnen, für die meisten Naturwissenschaftler und Techniker unserer Zeit, nicht, sind dies natürlich bloß hirnrissige Behauptungen, wofür sie dann nur ein mitleidiges Lächeln übrig haben. I'd just like to mention that for most of the scientists and technologists in our time, these are only crazy ideas, assertions for which they only have a pitiful smile. Aber dennoch ändert diese Einstellung rein gar nichts an den Fakten, die nun einmal so sind, gleichgültig, ob wir sie wahrhaben wollen oder nicht. This view does not change anything in the facts, which are just the way, that's just the way they are, no matter whether we want to acknowledge them or not. Das, was Sie hier sehen, das sind sogenannte immaterielle Schiffe. What you see here, these are so-called immaterial ships. Im Jahr 79 hielten sich zwei solche Schiffe einige Monate im erdnahen Raume auf, um einen ganz bestimmten Auftrag zu erfüllen.
In the spring of 1979, a few of these ships were staying in close range of the Earth in order to fulfill a certain task, a certain mission. Und Billy Meyer war über ihr Erscheinen informiert worden, und zwar telepathisch. Und somit konnte er dann an den betreffenden Terminen eben solche Aufnahmen tätigen. Billy Meyer had been informed of their appearance in a telepathetic manner, and so he was able to take such pictures at the dates that were announced. Also wie der Name schon andeutet, handelt es sich eben um Raumschiffe, die ausnahmsweise nicht aus grob materiellem Material bestehen, sondern aus einer feinstofflichen Energie. Und wir nennen sie einfach Energieschiffe. As the name says already, we're dealing with spaceships, which, as an exception, do not consist of coarse material, but of fine material, which we refer to as energy. Und wie man hier auf dem ersten Bild erkennen kann, schwebt hier ein solches kugelförmiges Energieschiff über diesem Hügel im Semyase Silberstaat Center. As you can see here on the first picture, such a sphere-shaped energy ship is hovering above this hill in the Semyase Silberstar Center. Und die Ausstrahlung dieser Schiffe, die war also ganz enorm, wie man sieht, denn die Aufnahme wurde in der Nacht geknipst, da war es stockfinster dunkel. The radiation from this energy ship is enormous, as you can see, because this picture was taken during the night, the time when it's pitch dark. Und auf dieser Aufnahme sehen wir zwei solche Flugobjekte, allerdings ziemlich diffus, würde ich sagen. Ja. This picture was the two such flight objects. Unfortunately, however, as I would say, rather diffusely. Dieses ist hier stabförmig, danke. Wie man sieht. Und die Besitzer dieser Schiffe haben nämlich die Fähigkeit, die Gestalt und auch die Größe des Schiffes zu verändern, gerade so, wie sie es wollen. This is a kind of a staff-shaped spaceship, as you can see. The owners have these ships. Spaceships have the ability to change their shape however they want to at a given time. Sind also Größen zwischen 5 und einigen hundert Metern gezeigt worden. There are sizes that have been shown between 5 and a couple of hundred yards. Hier sehen Sie auch wiederum ein stabförmiges und ein kugelförmiges Objekt. Here again you see two objects, one staff-shaped, the other one sphere-shaped. Und besonders gefällt den Zuschauern meistens dieses Schiff. Wir haben es genannt Badewanne. Most people like particularly this kind of ship. We call it a bathtub ship. Ist auch in verschiedenen Größen in Erscheinung getreten. It also has appeared in various sizes. Besonders eigenartig ist dieser durchsichtige Schleier, der da unter dem Schiff zu sehen ist, der wie ein Vorhang darunter hängt. Particularly peculiar or strange is this see-through type of veil which is hanging down from the ship at its lower side, like a curtain. Hier sind auch wieder zwei verschiedene Typen zu erkennen. Ein kugelförmiges rechts außen und ein badewanneförmiges in der Mitte. Und zwar ist das direkt über den Autos auf unserem Parkplatz im Center, im Semyase Silberstar Center. Here you again see two objects again. One sphere-shaped one on the right, very right, and the bathtub-shaped one in the center. This is right at the Semyase Silberstar Center, above the parked cars.
Diese Ausstrahlung dieser Schiffe muss sehr intensiv gewesen sein, denn alle diese auf dem Parkplatz abgestellten Autos, die verbrauchten mindestens 5 Liter Benzin pro 100 Kilometer mehr als vorher, wenn sie in den Bereich dieser Strahlung geraten waren. The radiation of these energy ships must have been very concentrated, very intensive, because the cars that were parked on this parking place, they used 5 liters, that's a little over 3 gallons more gasoline per 60 miles, when they were, after they had been parked in the within the range of these flight objects. Im Übrigen spielte auch regelmäßig die elektrische Schreibmaschine unserer Bürofrau verrückt, und die musste jedes Mal, wenn die Schiffe da waren, zur Reparatur gebracht werden. Apart from that, every time these spaceships had been there, the electric typewriter of the office person, personal office, was going crazy, and every time that had happened, it had to be taken to be repaired. Aber von Seiten der Besatzung war das sicherlich keine böse Absicht. Die wollten uns keinen Schaden zufügen. But as far as the crew is concerned, it was certainly no ill intent. They didn't want to cause us any damage. Und nach den Angaben der Plejadier handelt es sich bei den Insassen dieser Schiffe um eine sehr hoch entwickelte Zwergrasse aus dem Andromeda-Gebiet, circa 2,3 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt, und die nennen sich Nabulaner. According to what the Pleiadians told us, the passengers of these energy ships are very highly developed race of dwarfs from the Andromeda area, which is roughly 2.3 million light years away from the Earth. They call themselves Nebulanians. Wenn Sie dieses Bild genau betrachten, dann könnte man meinen, es wäre eine Doppelbelichtung. Ist es aber nicht, sondern das war eine Demonstration, um zu zeigen, was man auf einem Bild alles zeigen kann, nicht? Ohne Doppelbelichtung. You look at this picture, at first glance you may have to be of the opinion that this is a double exposure, but again it just serves the purpose of demonstration, namely to demonstrate how much you can catch with one snapshot. Also auf dieser Aufnahme erscheinen auf der linken Hälfte die Lichter und die Tafeln doppelt, und die rechte Hälfte ist genau um 180 Grad verdreht. In this picture on the left half you see these signs and the lamps and so on, double, two images, whereas the right half of the picture is somehow twisted by 90 degrees. Wenn Sie das also so in Gedanken um 180 Grad drehen, dann sehen Sie im Vordergrund diese Blumenstöcke und im Hintergrund diesen Hügel, diesen Berghügel. If you turn the whole picture around by about 180 degrees, then in the foreground you see these flowers, and in the background the hill. So, jetzt bitte Licht. Would you put the light on, please, someone? Wir gehen jetzt über zum Schweizer Willy Eduard Albert Meyer. Ist bekanntlich wohnhaft im Zürcher Oberland, genau gesagt im Töstal und noch genauer im sogenannten Semiase Silberstar Center, das zu Ehren einer plejadischen Kontaktfrau so genannt wird. We are now going to talk about the Swiss contact person, Willy Meyer, who lives in the Zurich Highlands, more exact in the Töstal region, or if you will, even more exactly, in the Semyazi Silver Star Center, which is has been named this way in honor of one of his extraterrestrial contact persons. Willys Laufbahn als Kontaktmann begann mit 5 Jahren, als kleiner Knirp sozusagen. Willys career as a contact person began in 1942, when he was only 5 years old, little boy.
Und eigenartigerweise erfolgten diese Kontakte und Begegnungen stets in 11-jährigen Zyklen. Strangely enough, these contacts always occurred in cycles, in distances of 11 years. Sein damaliger Kontaktmann oder Lehrer, besser gesagt, das war ein weiser Mann, ein gebürtiger Plejadier vom Planeten Era namens Sfat. His contact person of at the time was a wise man, some man who was born as a Plejadian from the planet Era by the name of Sfat, S-F-A-A-T-H. Und die Kommunikation erfolgte damals fast ausschließlich nur telepathisch. The communication at the time took place almost exclusively in a telepathic manner. Und nach dem Tode dieses Mannes im Jahre 53 erschien dann eben die sympathische Sternenfrau namens Asket aus dem Dahl-Universum. After his death in the year 1953, the very likable star lady Asket came. Und nach rund 11-jähriger Dauer fanden auch diese Kontakte wiederum ein Ende. And after a period of about 11 years, these contacts ended too. Aber im Gegensatz zu vorher fanden diese Kontakte ausschließlich fast persönlich statt. But in contrast to the previous contacts, these were taking place almost exclusively face to face. Und am 28.01.75 leitete dann das Sternenmädchen Semyase eine neue Kontaktphase ein. On the 28th of January 1975, the star girl Semyase introduced, so to speak, a new phase of contacts. Jetzt wurden diese Kontakte zum ersten Mal offiziell bekannt gegeben. Vorher waren sie nämlich geheim. Now, these contacts were for the first time officially announced. Prior to that, they were always secret. Und die wurden dann auch öffentlich durch Schriften bekannt gegeben. And then they were publicly announced also in printed form. Also dieser Zeitpunkt kann so als eigentlicher Beginn der sogenannten Missionsarbeit betrachtet werden. So this point in time, 1975, can be called the actual beginning of the mission, the time of our mission. Diese persönlichen Kontakte, die fanden hauptsächlich mit den Plejadiern, wie ich schon sagte, vom Planeten Era statt, daneben aber auch mit ihren Verbündeten vom Lyra-Vega-System. Most of these personal contacts took place with the Plejadians from the planet Era or with their allies from the Lyra-Vega system. Und die drei wichtigsten Kontaktpersonen, die nennen sich Semyase, Quetzal und Ptah. The three most important contact persons are called Semyase, S-E-M-J-A-S-E, Quetzal, Q-U-E-T-Z-A-L, and Ptah, P-T-A-A-H. And we are talking here about the so-called controlled transmission with the aid of a transmitter device. Und dieses sogenannte Beamen, das wird in zwei Formen durchgeführt. And this so-called beaming is carried out in two variations. Einmal ist es Billy, den man transmissioniert, das heißt von einem x-beliebigen Standort direkt in das Innere eines Raumschiffes befördert oder umgekehrt. On the one hand it is Billy who is being moved, that is from one possible place directly into the inside of a spaceship or the other way around. Im umgekehrten Falle wird er also aus der Pilotenkanzel des Schiffes hinaus auf irgendeine Wiese, auf eine Straße oder wo auch immer hin gebeamt. In this opposite case, he is being beamed from the cockpit of a spaceship down to some meadow, to a street, or to in his own office or wherever. Andererseits vertauschen die Plejadier nun die Rollen, das heißt, sie lassen ihr Raumschiff
über dem Gebäude schweben. Das wird dann abgeschirmt, man kann es nicht sehen, man kann es nicht hören. Und sie befördern sich dann mit einem Teletransmitter, zum Beispiel in Billys Büro. On the other hand, the Pleiadians turn things around, that is, they allow to their spaceship, their shielded spaceship, to hover in the earthly atmosphere, and to they transport themselves from there, as I mentioned already, into Billy's office or wherever. Und natürlich für Billy selber ist das fraglos die angenehmste Methode. Das and of course, for Billy himself, this is the most preferable method. Also die letzten Kontakte, ich kann mich erinnern von 89 bis heute, die haben alle so stattgefunden. Alle. And I can remember all the contacts from 1989 to today, up to today, to always took place in this manner. Jetzt möchte ich noch etwas sagen über die geheimnisvolle Übermittlung der Kontaktgespräche. Now I would like to still say, add a few words about the mysterious transmission of the contact conversations. Ein Großteil aller persönlichen und auch telepathischen Kontakte, die Billy seit 75 bis heute mit extraterrestrischen Intelligenzen führen konnte, sind in den sogenannten Kontaktberichten festgehalten. Die kann jeder käuflich erwerben. The majority of all the personal and telepathic contact talks, the conversations which Billy has been able to have from 1975 until today with extraterrestrial intelligence, they are contained in the so-called contact reports, which anyone can buy. Und die Art und Weise, wie eben solche Kontaktberichte zustande kommen, ist allerdings etwas merkwürdig für unsere Begriffe. Ja. The manner, the way in which these contact reports come into being, into existence, for our taste is somewhat strange. Also eigentlich müsste man ja annehmen, dass so ein mündlicher Gedankenaustausch sofort an Ort und Stelle mit einem tonbandähnlichen Gerät aufgenommen und dann eventuell noch zusätzlich automatisch in schriftlicher Form aufgezeichnet würde. Actually, one would have to assume that such an oral exchange of ideas would be recorded there and then on a kind of a tape recorder, and possibly would also be automatically recorded in written form. Genau das passiert nicht. And this is exactly what does not happen. Um nämlich eine absolut wortgetreue Wiedergabe zu gewährleisten, dem diese Plejadier ein ganz besonderes Gewicht zulegen und beimessen, wird das eben auf eine andere Art durchgeführt. In order to guarantee an absolutely word-for-word rendition, which the Plejadians give particularly weight to, this is done in a different manner. Anfangs, das ist inzwischen geändert, nahmen sie ein sogenanntes Symbolübermittlungsgerät zu Hilfe, das den Inhalt eines solchen Kontaktgespräches aus dem materiellen Unterbewusstsein des außerirdischen Gesprächspartners dem Kontaktmann übermittelt. At the beginning, and this is something which has been changed in the meantime, they took a so-called symbol transmission device, which transmits the content of a contact conversation from the material subconscious of the extraterrestrial conversation partner, retrieves it, and telepathically transmits it to Billy. Und diese Apparatur, wenn ich mal so sagen darf, die konnte natürlich nur dann diese Gespräche aus dem Unterbewusstsein dieser Außerirdischen abrufen, wenn der Betreffende auch Zeit hatte, wenn es ihm günstig war. Nicht?
This apparatus was only then able to transmit the conversations in form of telepathic impulses when the extraterrestrial conversation partner also had time for it. Das war natürlich ein Nachteil, weil man ja immer den Zeitplan der Außerirdischen beachten musste, sonst konnte man da nichts tun. This was a disadvantage, of course, because you always had to observe the timetable of the extraterrestrials, otherwise you couldn't do anything. Inzwischen haben sie aber ein wesentlich besseres Verfahren, indem sie ein Gerät besitzen, das speichert diese Gespräche, und Billy Meyer kann dieses Gespräch zu jeder beliebigen Zeit abrufen, ohne dass er auf die Außerirdischen da Rücksicht nehmen muss. In the meantime, the system has been changed. They have a device in which they're able to store these conversations, and Billy Meyer can, so to speak, call in whenever he wants to. Ich habe jetzt vor 14 Tagen von Billy Meyer erfahren, dass diese Gespräche gespeichert werden, und zwar in einer Scheibe, die so groß ist wie ein Quadratmillimeter. Two weeks ago, I found out from Billy Meyer that these conversations are stored in a little speck which has about the size of one square millimeter. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie viel da gespeichert wird. Für einige Wochen werden da sämtliche Gespräche gespeichert. I can't tell you how much is being stored there, but the conversations of several weeks are being stored there. Nun, diese telepathischen übersandten Impulse, die Billy jetzt von dieser Scheibe da empfängt, und zwar in bildhafter Form, die muss er natürlich in unsere Sprache umsetzen, und er schreibt das Ganze mit seiner Schreibmaschine nieder. These telepathically transmitted impulses that Billy receives, first in a pictorial symbol language, a symbolic language, he has to translate into our language, and he writes down everything with his typewriter. Zunächst benutzt er am Anfang eine einfache mechanische Schreibmaschine. At the beginning he used a very simple mechanical typewriter. Und als ihm dann später eine elektronische Maschine zur Verfügung stand, da nahm Quetzal eine wunderbare Verbesserung vor. Und zwar hat er ein Gerät entwickelt, das in diese Schreibmaschine eingebaut wurde. Und mit diesem Gerät konnte er also unheimlich schnell schreiben. When later on he had an electric typewriter at his disposal, Quetzal initiated an improvement, and he caused a special device to be installed in Billy's typewriter, so that he could write at incredible speed. Also nach meiner Meinung wäre es nicht einmal fehl am Platze, seine erreichte Höchstgeschwindigkeit im Maschinenschreiben ins Guinness Buch der Rekorde einzutragen. In my opinion, it wouldn't be wrong if he would record his highest speed in typewriting to the Guinness Book of World Records. Denn Billy brauchte für eine Minute, er brachte es maximal auf 1200 Anschläge in einer Minute. Und das mit einer Hand, wohlgemerkt. Using only one hand, mind you, Billy was able to type up to about 1200 characters per minute. Dieses enorme Tempo ist natürlich nur möglich und verständlich, wenn man weiß, dass erstens dieses Zusatzgerät da drin war in der Maschine, und zum anderen läuft das zum größten Teil über das Unterbewusstsein. This enormous speed is only understandable when you consider the fact that there was this extra device, this miraculous add-on device inside the typewriter. Das heißt, seine Finger werden buchstäblich vom Unterbewusstsein gesteuert. And of course the unconscious plays a big role too, that is that his fingers are constantly controlled by the unconscious. Leider bringt dieses hyperschnelle
Verfahren natürlich auch Nachteile mit sich. Of course, on the other hand, this hyper-fast procedure also entails certain disadvantages. Nach den Angaben der Plejadier erfordert nämlich eine einzige Minute dieser Methode und gleichzeitig also empfangen und niederschreiben nicht weniger als 23 Minuten strenger manueller Arbeit. According to the statements of the Pleiadians, one single minute of telepathic transmission and recording in this manner requires no less than 23 minutes of hard work. Nicht, können Sie also ausrechnen, eine einzige Stunde entspricht 23 beschwerlicher Arbeitsstunden. So, in other words, one hour of work corresponds to 23 hours of hard work. Und dass ein Mensch diese enorme Belastung überhaupt verkraften kann, liegt einzig und allein in der Tatsache begründet, dass Billy die seltene Fähigkeit besitzt, seine verbrauchten Kräfte relativ schnell wieder zu regenerieren. And that a man is able at all to cope with such an immense strain is solely grounded in the fact that Billy has the rare ability to regenerate his strength, his powers, relatively fast. So, jetzt möchte ich Ihnen nochmal die wärst du so gut und zeigst mir das eine Bild hier. Es wird ja so viel von Geist-Telepathie gesprochen und ich möchte jetzt versuchen, das einigermaßen zu erklären. Es handelt sich hier um eine sogenannte Geist-Telepathie. I would like to now, since we talked about the effects, I would like to explain that in more detail. We're talking about a spiritual telepathy. Es ist also die höchste Telepathieform, die es überhaupt im Universum gibt, und sie kann nur entweder von menschlichen Lebensformen oder von reinen Geistformen ausgeübt werden. This is the highest form of telepathy in existence, and it can only be exercised by human forms of life and by pure spiritual forms. Also wie der Name schon sagt, nicht, handelt es sich um eine Art geistiger Gedankenübertragung und dementsprechend besitzt diese Kommunikation unbegrenzte Reichweite. As the name implies already, we are talking about a transmission of purely spiritual nature and consequently it has unlimited range. Man könnte sie also als Universalsprache bezeichnen, die eben, wie gesagt, auch unendlich große Entfernungen innerhalb unseres Universums möglich sind, und zwar mit der größten Geschwindigkeit, die es überhaupt im Universum gibt. You could call it a kind of a universal language, which makes possible the communication of human life forms over infinitely large distances with at the highest possible speed. Es ist also eine Verständigung möglich ohne jeglichen Zeitverlust, ja? Weil jede Botschaft, die Sie aussenden, im nächsten Augenblick bereits im Ziel ankommt. Ganz egal, wie weit dieses Ziel entfernt liegt. So thus communication is possible without any loss of time, because any and each message arrives at the exact same instant in which it is being sent. Im Einzelnen geht das folgendermaßen vor sich. Zunächst wird einmal der Partner, den man also erreichen will, mit einem Code angerufen. This process takes place roughly as follows. At first, the partner we want to contact is called, so to speak, by using a code. Damit man weiß, dass man auch den richtigen Gesprächspartner hat, ja. You have to make sure that you got the right partner for your conversation. Und wenn dieser Partner nun gesprächsbereit ist, dann wird diese Botschaft zunächst einmal durch eigene
Gedanken, die im materiellen Bewusstsein links oben hier geformt werden. And if the partner you're aiming at is ready for the conversation, then the message is created first through an idea, a thought, very consciously in the material consciousness. Ja. Also wir haben hier, um das kurz upper zu left erklären, links oben materielles Bewusstsein, darunter materielles Unterbewusstsein, materielles Zentralbewusstsein. Das ist der materielle Teil und rechts daneben der geistige Teil, genau dasselbe nochmal. Geistiges Bewusstsein, geistiges Unterbewusstsein, geistiges Zentralbewusstsein. Nur okay, damit Sie die Ausdrücke kennen. Let me explain this chart to you, just to familiarize you with the terms. On the upper left you have the material consciousness, below that the material subconscious, and below that the material central consciousness, and on the right you have the immaterial corresponding pendants. Gut. Also der Vorgang, ganz kurz erklärt, geht folgendermaßen. Zuerst werden im materiellen Bewusstsein die Gedanken kreiert, was ich dem Gesprächspartner mitteilen will. First, it works like this, that first in the material consciousness the ideas are created, namely what you want to communicate to the conversation partner. Diese Gedanken werden an das materielle Unterbewusstsein weitergeleitet und dort in symbolische Bilder umgewandelt. These ideas are transmitted to the material subconscious and they are transferred into symbolic pictures. Transformed. Diese Symbolbilder, die werden mit 147-facher Lichtgeschwindigkeit in das materielle Zentralbewusstsein und weiter hier bis zum geistigen Unterbewusstsein gesendet. These ideas are then transmitted to the mental central consciousness at 147 times light speed and then into the what is GSB? Into the spiritual subconscious. Im geistigen Unterbewusstsein werden diese Symbole nochmal umgeformt und an das geistige Bewusstsein weitergeleitet. In the spiritual subconscious, these ideas, these symbols are once more transformed and then passed on to the spiritual consciousness. Und das geistige Bewusstsein sendet nun diese Botschaft mit elektromagnetischen Wellen und zwar mit der Höchstgeschwindigkeit von 10 hoch 7000-facher Lichtgeschwindigkeit an den Partner. And now the spiritual consciousness sends this information to the partner at the speed of 10 to the power of 7000 of light speed to the partner. Und für diese Methode benutzen die Plejadier rund 52 Millionen Symbole. For now to implement this methods, this method, the Pleiadians use roughly 52 million symbols. Sie beinhalten weder Worte noch Bilder, sondern das ist etwas, was man einfach nicht so erklären kann. Zu schwierig. The content consists of neither words nor pictures. It is something you can't explain in words. Ich habe Billy mal gefragt, ob er mir nicht so ein Symbol aufzeichnen kann. Hat er gesagt, ja, das sind ungefähr 800 Striche kreuz und quer durcheinander. Er kann das nicht aufzeichnen. I asked Billy a number of times whether he couldn't draw one of the symbols for me, and he said those would be consist of about 800 different lines, and he was unable to do that. Und nachdem also die Voraussetzungen für diese Fähigkeit der Geisttelepathie natürlich sehr hochgeschraubt sind, beherrschen sie auf der Erde vielleicht 2 bis 3 Personen, ja, mehr nicht. Since the prerequisites for this spiritual telepathy are very great, there are only 2 to 3 persons on Earth that master it.
Und nachdem, wie ich am Anfang sagte, jeder Kontakt der Plejadier mit einer solchen telepathischen Ankündigung beginnt, ist es ganz klar, dass eben nur Willi und vielleicht noch ein zweiter oder dritter mit diesen Plejadiern Kontakte führen kann. And das since, as I said before, the contact with the Plejadians is done by means of this spiritual telepathy, it is logical that only Willi and maybe one or two more persons are able to have these kinds of contacts. Und jetzt noch zum Abschluss. Neben den persönlichen und telepathischen Kontakten sind noch die sogenannten Inspirationen zu erwähnen, die also Willi Meyer mit sehr hoch entwickelten Geistwesen durchführen kann. And now, to conclude, apart from these personal and telepathic contacts, finally the so-called inspirations have to be mentioned, which Willi Meyer received from very highly evolved spiritual beings. Also wie gesagt, er kann sie nur empfangen, und zwar kommen die aus einer immateriellen Geistebene namens Arahat Atersata oder Petale. These messages come from a very immaterial plane called Arahat Atersata and Petale. Und diese Stufen, das sind also geistige Evolutionsstufen, befinden sich in der sechsten Hauptstufe, und das ist sozusagen nahezu am Ende der menschlichen Entwicklungsreihe. These immaterial planes are of planes of steps of evolution, so of spiritual evolution, are in the so-called sixth main step. Step of evolution that is closely to the end of the human development. Und wie gesagt, sie ist sehr kompliziert. Willi Meyer kann nur empfangen, er kann niemals senden. Nicht einmal die Plejadier sind in der Lage, sie müssen sich auch zuerst an eine höhere Stufe wenden, und nämlich zu den sogenannten Halbgeistformen, die sich dann mit diesen in Verbindung setzen. It is very difficult, as I said, Willi Meyer can only receive, he cannot broadcast, so to speak. Not even the Pleiadians have problems, the first have to turn to so-called half-spirit forms. Ja. Damit wäre ich eigentlich soweit am Ende. Jetzt der Herr da hinten. I am actually close to the end right now, and I would like to address what the gentleman had in mind. Ja, ich möchte vielleicht noch ergänzen, dass diese Inspirationen außerordentlich kräfteraubend sind für einen Erdenmenschen, der seine Kräfte nicht schnell genug regenerieren kann. Der braucht mehrere Wochen und Monate, muss er also Pause einlegen, bis er wieder fähig ist für so einen Kontakt. I would just maybe like to still mention that these inspirations drain you of your strength, and you have to normally, after such a contact, takes weeks or months even to regenerate your strength. So, gehen wir, was der Herr haben wollte, er hat ein bestimmtes Thema, was er angesprochen haben wollte, was war das? Was wolltest du haben? Could you please repeat your questions, what you wanted to, Mr. Mosburger, to address? Wenn Sie vielleicht zusammenfassen könnten, was Willi in den letzten vier Jahren kommuniziert hat, was er gesagt hat, worum es da ging. Unmöglich. Impossible. Unmöglich, das sind vielleicht so viele. You talk about this many pages. Ich kann nur ein paar Sachen rausnehmen. I can just pick out a few cases. Etwas sehr Aktuelles möchte ich mal sagen. You talk about something that's very up to date. Im Juni 1994 haben nämlich unsere Medien in großer Aufmachung von einem astronomischen Jahrtausendereignis berichtet. For example, in June 94, our media made a big ado about an astronomic event, the event of a millennium.
Und jetzt wissen Sie wahrscheinlich schon, was ich meine. You probably know now what I'm talking about already. Nämlich die Sache mit dem Kometen Schumacher-Levy, oder wie das heißt auf Englisch. Ja, yeah, namely the matter of this comet Schumacher-Levy. Ja, mit diesem Schumacher. Riesenplaneten Jupiter, nicht? Ja, yeah, in this collision with this gigantic planet Jupiter. Am 10. Oktober 1981 hatte Billy Meyer in einem persönlichen Kontakt mit dem pleiadischen Stationskommandanten namens Quetzal, der inzwischen auch den Titel eines Isfisch bekommen hat, davon erfahren. For example, on 10th October 1981, Billy Meyer, in a personal contact with the Pleiadian station commander Quetzal, who in the meantime had obtained the title of an Ishvish, he had heard about this matter. Und im Verlauf dieses Kontaktgespräches erklärte dieser Quetzal nähere Einzelheiten von einem Wanderplaneten, der von dem Pleiadian Zerstörer genannt wird. In the course of this contact talk, Quetzal explained closer details about a kind of a migratory planet whom the Pleiadians called Destroyer. Die Umlaufbahn dieses sogenannten Zerstörers erfolgt mit mehr oder weniger regelmäßigen Abständen, und zwar seit rund 75.000 Jahren, immer wieder durch unser Sonnensystem. The orbit of this destroyer takes place in more or less regular time intervals, has been taking place for more than 75.000 years, time and again, through our solar system. Und er hat in der Vergangenheit unheimlich viel Unheil angerichtet auf der Erde. And in the past it has caused tremendous disasters here on Earth. Unter anderem auch mehrere sogenannte Sintfluten. And among them several so-called great floods. Nicht nur eine Sintflut. There wasn't just one deluge. Und jetzt kommt eine Zahl. 13.384 Jahre vor der Zeitrechnung bahnte sich dann eine weitere Katastrophe an, die erst in unseren Tagen ihr Ende fand. Im Gegensatz zu vielen anderen jedoch keinen Schaden für den Planeten Erde verursachte. And now I have to mention a figure. 13,384 years BC, another catastrophe began, was initiated, which found its end in our days, which however, in contrast to many others, did not cause great damage for our planet Earth. Das heißt also, vor 13.384 Jahren, vor der Zeitrechnung, flog dieser Wanderplanet Zerstörer auf Kollisionskurs mit Jupiter. That means that 13,384 years ago, this comet was flying on collision course with planet Jupiter. Und störte dessen Rotation, wobei er dann so nahe an die äußeren Schichten vorbeiraste, dass ein gewaltiger Sturm darin entstand, rotierend und bis in die innersten Schichten hineinreichend. It went close to Jupiter, by Jupiter. It disturbed its rotation because it was touching so closely upon the outer layers that a tremendous tempest, a storm originated, which was reaching down into the innermost layers. Aber dieser sogenannte rote Fleck auf dem Jupiter, der ein riesiger rotierender Gaswirbel darstellt, wie auch unsere Astronomen das schon vor einiger Zeit festgestellt haben, der hat nichts damit zu tun, denn der existiert schon wesentlich länger. But the so-called red spot on Jupiter, which is actually a gigantic rotating gassy whirlwind, as our astronomers found out some time ago, has nothing to do with it, because it has existed already before that time, from time immemorial.
Und es heißt dann weiter, die Masse des Jupiters riss an der Materie des Zerstörers und sammelte mit dieser Materie einen Partikel und Mondring um sich, der für Jahrmillionen weiter bestehen wird, zusammen mit dem ursprünglichen und bereits seit rund 4 Milliarden Jahren bestehenden Partikel- und Mondringsystem, in dem nun dieser neue Ring integriert wurde. The mass of Jupiter was pulling at the material of this destroyer, and it collected together with this material a particle, a moon ring around itself, which will continue to exist for millions of years, together with its original particle and moon ring system, which had been in existence for 4 billion years, which now was integrated into which now the new ring was integrated. Und nebenbei bemerkt, sind diese Ringe des Jupiters, ebenso wie des Uranus und Neptun, erst durch die Aufnahmen amerikanischer Forschungssatelliten, also Sonden, bekannt geworden. And just want to mention that these rings that Jupiter has, just as the rings going around Uranus and Neptune, have become known only as a result of the American spaceships, the probes going around. Willy Meyer hat schon viele Jahre vorher diese Ringe vorausgesagt, aber er wurde natürlich wie üblich von den Astronomen nicht ernst genommen. Willy Meyer has predicted these these rings already many years before, but as was usually the case, he wasn't taken serious by the astronomers. Und gleichzeitig mit dem Durchgang dieses Zerstörers am Jupiter-System riss er einen alten Minimond von rund 4 Kilometer Durchmesser aus dem Jupiter-Umlaufbahn, nicht, würde man sagen, deutsch übersetzt, der dann daraufhin mit ungeheurer Geschwindigkeit durch das Sonnensystem davonflog, begleitet von einigen kleineren Asteroiden. At the same time, when the destroyer passed through the Jupiter system, it ripped a small kind of moon, out of about 4 kilometers diameter, out of the Jupiter orbit, and this new mini moon, so to speak, was taken off at an incredible speed, accompanied by some smaller asteroids. Und in dieser Voraussage heißt es dann weiter, dieser Minimond verliert sich in einer sehr weiten Umlaufbahn, wonach er dann nach langer Zeit wieder auftaucht und durch das Sol-System zieht. Immer wieder und wieder, bis er eines Tages vom Jupiter eingefangen und mit großer Sicherheit auf diesen niederstürzen wird, was gemäß unseren Berechnungen um die Zeit der Wende des 20. zum 21. Jahrhundert nach der Zeitrechnung sein wird. One sentence. Again. Okay. This mini-moon gets lost, so to speak, in a very far orbit. After that, it crops up again after a long period of time. It travels through the solar system time and again. Then it is, so to speak, caught in again by Jupiter. And with great certainty, it will plunge into Jupiter, which, according to our calculations, will take place around the time from the 20th to the 21st century of our time. Ja, und das waren also Quetzals Erklärungen aus dem Jahre 1981. And those were Quetzals declarations, or statements from the year 1981. Durch die Zeitungsmeldungen animiert, erinnerte sich Willy Meyer an diese Erklärungen und erkundigte sich am 3. Februar 1994 während seines Kontaktgespräches mit dem Gishwish Tah, ob denn dieser genannte Kleinmond mit dem von unseren Astronomen angekündigten Kometen
Schumacher, Levy identisch sei. Stimulated or animated by these newspaper reports, Billy Meyer remembered these explanations, and on the 3rd of February 1994, he, during his contact talk with Ptah from ERA, he remembered this and he inquired whether the mentioned small moon was identical to the comet Shoemaker-Levy 9 comet. In diesem Falle wurde keine genaue Jahreszahl angegeben, aber wir haben Voraussagen bekommen, die nicht nur auf den Tag genau, sondern auf die Stunde, oft auf die Minute genau eingetroffen sind. In this case no exact date, no exact year was given, but we have received predictions which have materialized exactly to the day, the hour and the minute. Da gibt es eine Frage. Please. Make a comment that some of the things that he's been saying in the last 10 years have kind of invalidated some of his first things that he had mentioned. And one of them was that he says he is Emmanuel. I wondered what your comment was on that. And also that he has no mention of the gray race ever. And you know, just some of these things invalidate all of his other undertakings, I guess. That he's an only contactee with something. Schwer verständlich. Im Grunde geht es darum, ob irgendwelche der Voraussagen aus den letzten 10 Jahren, ob die validiert, also bestätigt worden sind. No. Und durch die Bank sind alle bestätigt worden, alle. All predictions of the... Nicht eine, die nicht eingetroffen wäre. There is not one prediction that has not been validated. That had been made before. Auch die, zum Beispiel, auch die letzte, dieser letzte Crash da, wie sagt man auf Englisch, Erdcrash, Erdbeben. Yeah, earthquake. In Los Angeles. For example, the earthquake from Los Angeles. Genau, auf den Tag. To the day, exactly what had been predicted. The what? I'm sorry. Okay. Okay, yes, I know. Yes. Die erste Frage ist, ist er die Inkorporierung, Verkörperung von Emmanuel? Und zweitens, können Sie vielleicht etwas sagen über die Grauen, die Grey Rays? Ja, ich fange mit der letzten Frage Let an. Let me begin with the second question. Die sogenannten Little Grays, so nennt man sie hier in den USA, da muss ich Sie leider enttäuschen, denn die Plejaden haben ausdrücklich erwähnt, dass es sich hier um eine Erfindung handelt, die absichtlich von gewissen Quellen, ich weiß nicht, Regierung, Geheimdienst oder was auch immer, in die Welt gesetzt wird, um die Leute zu verunsichern. Let me start with the second question first. As far as the so-called little grays are concerned, which are very popular here in the USA, I have to disappoint you that the Pleiadians have stated that these are inventions by whomever, maybe some secret service or God knows, but they do not exist. Das hören die Leute hier nicht gerne, aber sie haben mich danach gefragt. People don't like to hear it here, but you asked me about them. Giving the answer. Giving you the answer. Ist die erste Frage? Die Inkarnation von Emmanuel, yeah. Ob die schon stattgefunden hat. Ob Billy Meyer das ist. Diese Frage darf ich nicht beantworten. I'm not allowed to answer the question as far as the incarnation of Emmanuel is concerned. Has it been revealed to Billy what the true nature of Earth's moon is? The true nature of the moon? Billy entdeckt worden, was die wahre Natur des Mondes ist? Die Frage nicht verstanden. He doesn't understand the question. He doesn't know what you're driving at. Could you be more explicit, maybe? Well, let's see.
There's all kinds of theories about where the moon came from, whether it's been there for the whole history of the Earth, that it's older than the Earth. Right. Es gibt alle möglichen Ideen, zum Beispiel darüber, wo der Mond hergekommen ist, ob er schon seit Bestehen der Erde da ist oder später hinzugekommen ist. Ja, also das ist eine ziemlich lange Geschichte. Wir haben da genaue Angaben darüber bekommen, aber das würde viel zu weit führen, wenn ich das hier erläutern wollte. Da brauche ich keine Viertelstunde und ich habe das auch nicht alles auswendig im Kopf, aber er kann das in unseren Schriften, könnt ihr das nachlesen. This is a long story and 15 minutes which we have left wouldn't be enough to talk about this and I don't even have all the facts fresh in my mind right now, but in the publications that we have made available, that's all explained. Aber ich kann ihm, wenn Zeit hat, kann ich ihm das privat erklären. When you have time, at the stand, I'll be happy to explain it to you. Ja, okay. Ich werde meine Frage in Deutsch stellen, weil es meine Muttersprache ist. Und zwar möchte ich etwas wissen, was passiert in nächster Zeit mit uns hier auf der Erde. Hat Billy Angaben bekommen, was wir machen sollen, wie wir uns verhalten sollen, was wir ändern sollen? Können Sie uns etwas davon erzählen? Weil ich glaube, das ist sehr wichtig, weil wir jetzt und hier leben und weil er auch Messages bekommen hat, die uns betreffen und unser Verhalten. The lady posed a question in German, since this is her mother tongue. She wants to know whether any instructions or any messages have been given with regard to our life here on Earth right now in the next few years, since for that reason that's very important to us. Ungefähr so, ja? Also zunächst einmal das wichtigste Problem, das weitaus größte Problem auf der Erde, sagen Sie, ist die Überbevölkerung. Wir sind laut den Angaben der Plejadier mehr als 10-fach überbevölkert. Und die genaue Zahl heißt 529 Millionen, die die Erde also gut verkraften könnte. Wenn man das umrechnet, dann trifft es pro Quadratkilometer fruchtbaren Bodens 12 Personen und nicht mehr. Und komischerweise hat auch Professor Haber, weiß nicht, er hat öfters im Fernsehen gesprochen, im deutschen Fernsehen, vor einigen Jahren ist leider gestorben, der hat genau dieselbe Zahl errechnet. Und diese Überbevölkerung, die muss möglichst bald in den Angriff genommen werden, sonst gibt das eine Katastrophe. Das wollen aber die Leute nicht gerne hören, wohlgemerkt. Wir sind seit 2 Jahren sind wir bemüht, gegen diese Überbevölkerung zu kämpfen. Wir haben tausende von Flugblättern an sämtliche Regierungen der Erde geschickt, an Fernsehanstalten und so weiter und so fort. Naja, mehr können wir nicht tun. Das okay. War ein Punkt. Maybe I take it up first. The most pressing problem we have right now is the overpopulation here on Earth. The Pleiadians have calculated that we are more than 10 times overpopulated. In other words, the Earth should and could safely carry about a total of about 529 million people. That means that per square kilometer, don't ask me to translate that into miles, a mile is 1.6 kilometer. Okay, per square kilometer of arable land, good arable land, 12 persons could be sustained, could be supported. Also, secondly, Professor Hahn. Haber, I'm sorry. Haber. Professor Haber, who unfortunately, German professor, unfortunately recently passed away, appeared on German TV, for example. And he arrived at the same number. And this is the problem which must be attacked very soon, otherwise it will lead to catastrophe. For more than 2 years now we have been trying very hard to address this problem of overpopulation by sending thousands of leaflets, of pamphlets to governments and to the media. That's unfortunately that's about all we can do at this point. Hat man uns schon gewarnt, also Billy Meyer, er soll an die und die kompetenten Wissenschaftler eine Botschaft schicken,
in Bezug auf die Gefahr der Zerstörung der Ozonschicht. Aber was hat man bis heute getan dagegen? Das ist ein Hauptproblem. Das wird immer schlimmer. Just to give you a specific example. Already, as far as 15 years ago, Billy Meyer was given the message. He was warned, sent a message to scientists regarding the danger to the ozone layer. And very little has been done about it so far, as you know. That suffice. Could you tell us about the prediction for World War III? When does it begin? Who's involved? And when does it end? Können Sie uns etwas sagen über den Dritten Weltkrieg? Wann fängt er an? Wer wird daran verwickelt sein? Wann hört er auf? Ja, diese Frage wurde bereits im letzten Jahr beantwortet, aber ich kann das noch kurz wiederholen. Also die Voraussagen lauten, 1998 sollte dieser Crash stattfinden. Laut Prophetien. Jetzt sind aber Prophetien so, die müssen nicht eintreten. Wenn der Mensch sich zum Guten ändert, dann muss das nicht sein. Wir haben aufgrund der Anweisungen der Plejadier im Jahre 84 begonnen mit einer sogenannten Friedensmeditation. Diese Friedensmeditation wird ungefähr vor 3500 Personen auf der Erde durchgeführt, und zwar jeden Monat zweimal, am ersten Wochenende und am dritten Wochenende. Jeweils 20 Minuten. Wenn Sie nähere Einzelheiten erfahren wollen, können Sie die bei uns holen. Und diese Friedensmeditation soll erstens mal den Dritten Weltkrieg zumindest hinausschieben oder wenigstens mildern. Okay, this is a question that you're posing that which I already tried to answer last year, but I'd like to briefly repeat a few points. The prediction originally was that this World War III we're talking about should take place in 1998. This is a prophecy. Now, a prophecy is something that must not necessarily take place if man changes for the better. The Pleiadians, at their instructions in 1984, we started the process of a peace meditation. That means that 3,500 people on Earth would meditate for peace 2 times per month, that is on the first and on the third weekend of each given month, for 20 minutes. And if you want to know more further detail, ask some details, please ask some of us. Now, this peace meditation was supposed to pursue 2 different goals. Number one, either to postpone World War III or to mitigate it. Ich muss hinzufügen, dass uns dabei 3,5 × 10⁹ Außerirdische dabei helfen. Sonst hätten wir hier auf der Erde überhaupt keine Chance, da irgendetwas zu erreichen, weil die Zahl zu gering ist. Die haben sich ausgerechnet, die Plejadier, wenn die Hälfte der Erdenmenschen das machen würde, dann könnten wir den Dritten Weltkrieg hundertprozentig ausschalten. Der würde nie stattfinden, aber das geht leider nicht. I must add that we were helped in this endeavor of meditation by 3.5 × 10⁹ extraterrestrials. Otherwise, given the small number of people meditating on Earth, we would not have a chance. We were told by the Pleiadians if 1/2 of the Earth people on Earth would join us in our efforts, that would lead to 100% elimination of a chance for World War III. Unfortunately, that is utopian. Und jetzt, it won't happen.
war es folgendermaßen, ich kann jetzt die Zahl nicht genau nennen, ungefähr vor 1,5 oder 2 Jahren hat sich Billy erkundigt, ob dieser Weltkrieg jetzt stattfinden wird oder nicht. Und er erhielt dann die Antwort, dass es momentan also sehr gut aussehe, es wären keine Anzeichen für einen solchen Krieg vorhanden. Wobei man natürlich sagen muss, dass die kleinen Auseinandersetzungen da nicht mit einbegriffen sind, wie zum Beispiel Golfkrieg und Jugoslawien und so weiter. Die sind da nicht mit drin. Solche Kriege werden noch lange stattfinden. I'd like to add that about 1.5 or 2 years ago, Billy asked the question whether or not World War III would take place. And the answer he received that right now, at that time, there was no indication for World War III, but small conflicts are not included in such a statement, and among small conflicts I would count the Gulf War or the conflict in Yugoslavia. Nun, ist es aber so, dass die Menschen sehr unbeständig sind. Und deshalb ist es schwierig für die Brigadier jetzt eine verbindliche Aussage zu machen, was da nun wirklich passieren wird, weil sich die Situation immer wieder schlagartig ändern kann. Now the situation is such that of course man is very inconstant or fickle, if you will. So it's difficult for the Pleiadians to make binding statements. In other words, things can go this way or that way. Ja, und inzwischen hat sich eben die Lage wieder verschlechtert, und zwar durch die Vorgänge in Russland und auch zum Teil eben in Jugoslawien. Es hat also geheißen, die Erdenmenschen müssen es unbedingt verhindern, dass so ein Mann wie Schirinowski, weiß nicht, ob Sie den Namen kennen, an die Macht kommt. Wenn dieser Mann an die Macht kommt, dann ist die größte Gefahr eines Dritten Weltkrieges gegeben. Now, in the meantime, things unfortunately have become somewhat worse again because of the developments in Russia and in Yugoslavia. And the Pleiadians communicated that men must definitely prevent that a person like Chernovsky would gain power. Then the danger for World War would be much greater. Das werden Sie vielleicht fragen, ja, warum machen Sie dann keine Zukunftsschau? Das könnten Sie ja. Now you may want to pose the question, why don't they just look into the future? Und they would be able to do that. In diesem Falle machen Sie das mit voller Absicht nicht, denn Sie wollen sich nicht damit belasten. Wenn Sie nämlich eine Zukunftsschau machen, dann trifft das tatsächlich zu, was Sie da sehen. Und wenn das eben negativ wäre, dann würde Sie das belasten. Weil wir haben ja gemeinsame Vorfahren und die kommen ja nicht so von ungefähr zu uns. Weil ich kann Ihnen dazu noch einiges sagen. In this case, the Pleiadians intentionally did not look into the future, which they would be able to do, that because what they would see then, that would definitely take place, and that would burden them very much, their conscience, because after all, they and us come from the same place, we have ancestors in common. Weil, wie gesagt, wir haben gemeinsame Vorfahren mit diesen Pleiadiern, die in vorgeschichtlicher Zeit sich längere Zeit hier aufgehalten haben auf der Erde, und einige von diesen Außerirdischen haben eben sich sehr in die Verhältnisse der Erdenmenschen eingemischt, und zwar positiv als auch negativ. Und weil dadurch eben doch manche Dinge schiefgelaufen sind, möchten sie, also die Pleiadier von heute, möchten diesen Schaden wieder gut machen, den diese Vorfahren damals auf der Erde angerichtet haben. In prehistoric times, the ancestors of the Pleiadians today did spend time, some time here on Earth.
and that at that time they got involved positively but also negatively in worldly affairs. And the Pleiadians now are trying to help us, to counsel us and advise us in order to make up for some of the damage, the problems that were caused by their ancestors. Allerdings, wenn wir diese Einmischungen nicht gehabt hätten, dann würden wir heute noch als Steinzeitmenschen dahin vegetieren. If, however, these involvement would not have taken place, then on the other hand, we would still exist as Stone Age men. Had the Palladians been involved in the crop circles, and if so, what are they trying to communicate with them? Pardon, again? Have the Pleiadians been involved in the crop circles? Sind die Plejadier beteiligt gewesen an bestimmten Kreisen, die gezogen worden sind, als Mittel der Kommunikation? Crop circle, what are they called, crop circles? Crop circles. Crop circles, yes. In the fields, yes. Yes. In die, diese Kreise, die man in Feldern gefunden hat hier in Amerika? Nein. Absolut nein. No, no, no. Absolutely no. Haben Sie immer wieder betont, das hören die Leute auch nicht gern, aber ich kann Ihnen nichts anderes sagen, Sie haben ausdrücklich betont, da haben die Außerirdischen überhaupt nichts damit zu tun. They stress time and again that the extraterrestrials have absolutely nothing to do with that. Just very quickly, is there a date that the Pleiadians give for the destroyer planet to come back through the solar system? And for this planet, the destroyer planet, Guido will know what I'm talking about. Haben die Plejadier ein Datum dafür gegeben, wann dieser Zerstörerplanet wieder durch das Sonnensystem kommen wird? Genaue Zahlen, ja. There's the exact figures. Do you have a? I was hoping he could give us a year. Ich habe gehofft, dass uns ein Jahr angeben würden. Und das sind noch mehr als 200 Jahre. We're talking about more than 200 years. Bis dahin sind wir nämlich längst so weit, dass wir diesen Zerstörer ablenken können. At that time we'll be at the point that we were able to give this destroyer planet a different direction. Indem wir eine Rakete oder mehrere Raketen hochschießen und dann eine Bombe explodieren lassen. By shooting up a rocket or two or several rockets and make some bomb explode. And do they give any timetable of any great meteors striking Earth, like Jupiter? Haben Sie andere Zeiten gegeben für große Meteore, die auf die Erde auftreffen? Einer soll die Erde treffen, das ist der sogenannte rote Meteor. Und den müssen wir auch eventuell ablenken, wenn wir dazu fähig sind. Denn sonst entsteht ein neuer Erdteil, und zwar gibt es einen Riss vom Schwarzen Meer bis nach oben zur Ostsee würde das Land getrennt. The so-called red meteor must be mentioned, which might hit the Earth, and it's also a meteor which must be deflected somehow. Otherwise, it would hit the Earth and it would create a new continent by causing a tear going from the Black Sea north to the Baltic Sea. Ich muss mich noch. Wann soll das passieren? Da wurde keine Zahl genannt. No figure was mentioned. Aber ich muss mich korrigieren in Bezug auf den Zerstörer. Das machen nicht die Erdenmenschen, sondern da helfen uns die Pleiadier dabei. I must correct myself with regard to the destroyer. The people on Earth will not do it, but the Pleiadians will help us. Ich kann ihm die Zahlen auch geben, wenn er an den Stand kommt. When you come kommt. To the stand, I'll be happy to provide you with the figures you're asking about. Vom Zerstörer. For about the destroyer. Warum geht die Entwicklung hier auf der Erde so langsam, nachdem die Plejadier sind ja viel höher und weiterentwickelt? Haben Sie eine Erklärung, warum es hier auf der Erde so langsam geht? Ist das die Gravitation? Oder was ist die Ursache, warum Do you know why development here on Earth is going on so slowly, since the Pleiadians are so much further developed? Is it the gravitational power? What is it? Kann ich nur sagen, das hängt von den Erdenmenschen ab. Wenn sie natürlich so stur sind,
und die Belehrungen der Plejadier nicht annehmen, dann sind sie selber schuld. I can only say that depends on the stubbornness of the people here on Earth. Wir if they're so stubborn that they don't accept the teachings of the Plejadians, then it's their own fault. Wir sind nun einmal so, Entschuldigung, wir brauchen immer eins mit dem Hammer auf dem Kopf. We're just made such a way that we need to be hit with a hammer over the head, you know, before we do something. Sonst ändert sich das. Otherwise things won't change very much. Leider. Unfortunately. I was wondering about this too. I think that part of the problem is the way the material is presented. We are accustomed to receive the information in a certain way, and when I was reading the material, it's boring and it puts me to sleep. And so what you need is just to organize it, to have a good editor, a publicist, and to do it the way that the bestseller is running to the mainstream American. So you had to also talk the language, not just translate it to English, but you had to take it to the speed that Americans are accustomed to receive information. This is more than a commentary in a way, yeah. Das ist mehr ein Kommentar. Er sagt, was Sie machen müssen, ist das entsprechend vermarkten, was Sie zu sagen haben. Und zwar eine Form bringen, die in Amerika sich durchsetzen kann, sagen wir in Form eines Bestsellers. Ja, wenn Sie uns dabei helfen. If you help us in doing that, why not? Dabei helfen. Wir sind leider schlechte Manager. Unfortunately, we are bad managers. Mit Geld können wir nicht umgehen. We don't know how to deal with money. The others do that. Das machen die anderen. The others do that. That brings up a point, though, that there's many different ways of looking at our life in the world, and Billy Meyer has one way to look. And maybe it's time for us to acknowledge all the ways and work together to get man out of this situation that we find ourselves in. Wege, Art und Weisen, wie man das Leben der Menschen auf der Welt betrachten kann. Eine dieser Weisen, eine positive, ist die, wie es Billy Meyer macht. Und vielleicht ist es an der Zeit, dass wir uns zusammentun alle. Gute Idee. Good idea. Now that Quetzal is an Ishwish or a commander, does Quetzal have his own mothership, and is there a particular mission that Quetzal has as opposed to Ptah? Da Quetzal jetzt ein Ishwish oder Kommandant ist und sein eigenes Mutterschiff hat er vielleicht eine Mission, die sich von der von anderen unterscheidet, von Ptah. Ja, er hat jetzt als Ishwish hat er die Oberaufsicht über zwei oder drei Planeten bekommen. Being an Ishwish is now in charge of the total supervision of two or three different planets. So wie in diesem Solarsystem? Nein. Nope. Irgendwo, wir wissen nicht. Somewhere we don't know where. Er hat sich nie mehr blicken lassen. Er ist so Never beschäftigt. Heard from him again. He's so busy. Er ist so beschäftigt jetzt. Aber ein Ishwish hat immer die Oberaufsicht über zwei, drei Planeten. But an Ishwish is always in charge of two or three planets. Ptah hat die Oberaufsicht über die Erde. Ptah has the supervision of the Earth. Über seinen Heimatplaneten. His home planet. Und Alatides. And Alatides. Okay, I think we're going to call it an evening. We're running a little bit late tonight. Let's give Guido a big hand for coming down here. Thank you very much. This concludes our presentation, brought to you by the California Study Group. The California Study Group is the only group in America approved by Billy to print and distribute his material. If you'd like more information or an order form of currently available English translations, you can write to the California Study Group at the following address. California Study Group, Post Office Box 5108, Chatsworth, California, 91343.